nur Show. Genau. Wie gesagt, Stefan Bartholmer kann heute leider nicht dabei sein, was doppelt schade ist, weil er natürlich hier auch mit Gastgeber ist in der DNB und Gründungsmitglied von Coding Da Vinci. Also das heißt, er hat das Format mitentwickelt, erdacht 2014. Heute aber dabei ist eben Joachim Kemper und ich, und wir beide werden jetzt so ein bisschen die Idee des Coding Da Vinci, das Format, warum wir uns beteiligen, was für Datengeber interessant ist, wen wir damit ansprechen, was für Projekte da so entstehen, in so einem Rundumschlag vorstellen. Wenn immer Sie Fragen haben, melden Sie sich einfach oder fragen Sie nach. Wir können das einfach ganz offen gestalten. Also ich arbeite ja im Historischen Museum Frankfurt und bei uns haben wir so eine ganz starke Fokussierung auf das Thema Partizipation. Und 2016 haben wir dann das Projekt Digitale Museumspraxis gestartet und haben im Grunde genommen diese ganzen Heilsversprechen, die um digitale Medien, neue Medien herum so schwirren, mal hinterfragt und geschaut, okay, wie viel Interaktion, wie viel Teilhabe, wie viel Partizipation steckt da eigentlich wirklich drin, beziehungsweise was für Formate, was müssen wir entwickeln, dass wir da neue Formen der Zusammenarbeit eigentlich aufbauen können. Wir sind dann ganz schnell dahin gekommen, dass wir da einen ganz wichtigen Schritt machen müssen, nämlich selbst eine Definition finden. Unter Digitalisierung versteht jeder was anderes, also wir im Kulturbereich natürlich ganz anders als jetzt im Softwarebereich. Dann kann man das auf der Ebene von Apps, auf der Ebene von IT-Infrastrukturen begreifen. Man kann neue Technologien, man kann Formate oder auch Plattformen darunter fassen, und im Grunde genommen alles, was mit digitalem Code arbeitet, gehört dazu. Das heißt, mit so einer offenen Definition kommen wir nicht weiter, die hilft uns nichts. Was wir dann gemacht haben im Historischen Museum war zu sagen, okay, wir sagen, Digitalisierung der Gesellschaft verändert vor allem die Art und Weise, wie wir als Museum mit unseren Usern, mit unseren Nutzern, Nutzerinnen in Kontakt treten. Da verändert sich was an diesem Verhältnis. Und dieses Verhältnis betrifft eigentlich alle Lebensbereiche, nicht nur den kulturellen Bereich. Und wir müssen deswegen als Museum, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, den User an die erste Stelle stellen. Also sagen User first, und wir schauen, was gibt es für neue User-Praktiken, was gibt es für neue kulturelle Gegebenheiten, was gibt es für neue Communities und wie können wir als Museum uns eigentlich da anknüpfen, da helfen, vielleicht auch wissen, welches Wissen müssen wir uns da drauf schaffen. Und weil wir das alleine gar nicht lösen können, haben wir uns da schnell geöffnet und gesagt, also irgendwie stehen wir da genauso wie alle anderen Teile der Gesellschaft eigentlich an so einem ganz starken Moment der Überforderung. Das Einzige, was uns hilft, ist Netzwerke bilden. Wir müssen uns da austauschen. Wir müssen schauen, was wollen die User auf der einen Seite, was wollen vielleicht andere Museen, was wollen die Experten, Expertinnen aus verschiedenen Branchen, wo können wir uns da finden. Und wir haben zum Beispiel eine Brainstorming-Bar gemacht, um da gemeinsam so Bedürfnisse zu ermitteln und dann eher nach so einem User-Centered Design vorgehen, wirklich zu schauen, okay, wie können wir darauf reagieren, was können wir als Museum da anbieten? Weil ausgehend von diesem Heilsversprechen, Interaktion, Teilhabe, Partizipation, was interessiert die Leute denn wirklich? Also wo trifft man sich? Genau, das war so unser Vorgehen, und wenn man dann sagt, okay, also ein ganz wichtiges Element für unser Mindset, wie wir da rangehen, ist eben diese Öffnung, diese Open Culture, die dahinter steckt, die sich auch in der Lizenzfrage widerspiegelt, die sich auch im Austausch widerspiegelt. Wie setzt man die denn konkret um? Also wir haben uns darauf geeinigt, dass das für uns eine Grundlage der digitalen Museumspraxis ist, aber wie kann das konkret aussehen? Und Coding Da Vinci ist so ein Format, in dem wir ganz viel Möglichkeit sehen, die Ideale, die Mindset, die Haltung, die wir damit verbinden, wirklich umzusetzen, um eine konkrete Form zu gießen. Deswegen sind wir mit im Lokalteam, also wir organisieren die Veranstaltung, die am 27. und 28. Oktober in Mainz startet, organisieren wir mit. Wir versuchen da auch die anderen Museen als Datengeber mit ins Boot zu ziehen, klar Sponsoren anzusprechen oder auch bei solchen Veranstaltungen einfach zu informieren. Wir haben das aber nicht erfunden. Coding Da Vinci gibt es schon seit 2014 und hat sich seitdem eigentlich immer weiterentwickelt. Du warst auch schon relativ früh dabei, oder?
muss jetzt wahrscheinlich das Mikro nehmen. Genau, also 2015, das waren damals noch überregional, also von Berlin aus. Ich glaube 2014 ging es ja los. Also der erste Hackathon Coding Da Vinci war das ja damals. Und die Sache ist ja die, ich mache es mal kurz weiter, dass wir jetzt hier sozusagen die regionale Ausbreitung haben, was große Vorteile bietet. Also die Teams, es sollten eigentlich aus einem kleineren Einzugsbereich kommen und das war 2015 und 2014, denke ich, teilweise ein Problem. Ich habe es sozusagen live erlebt, ich komme nachher nochmal drauf, auf dieses Problem von Hamburg über München, Stuttgart, Berlin, Leipzig und dann ein Team zu haben und kein Geld, um die mal zusammenzuführen, sozusagen. Genau, also von deutschlandweiten Format hat sich dann hin entwickelt zu so regionalen Sektionen und deswegen diesen Herbst steht also die Rhein-Main-Edition an. Im Frühjahr, Frühsommer gab es in Leipzig Coding Da Vinci Ost. Nächstes Jahr wird es in München Coding Da Vinci Süd geben. Also da gibt es jetzt einfach immer mehr Regionen, die für sich das als so ein gutes und erprobtes Format erkennen. Was sie dann auch anwenden, eben aber immer so nach der Anleitung und mit Unterstützung der Gründerinnen und Gründer. Es gibt ganz grundsätzliche Zutaten für so einen Hackathon, also natürlich erstmal für die, die es noch nie gehört haben, der Begriff setzt sich zusammen aus Hacken und Marathon. Wenn man das zusammenzieht, entsteht Hackathon und die Idee dahinter ist, dass in einem überschaubaren Zeitraum Daten gemeinsam gehackt werden, in kreative neue Formen zusammengebaut werden. Und was man dafür braucht, sind auf der einen Seite interessierte Menschen aus Kultur- und Gedächtnisinstitutionen, aus Museen, Archiven, Bibliotheken, Galerien, die sich auch dafür öffnen, die ihr Wissen teilen, ihre Daten teilen. Die müssen in einer digitalisierten Form vorliegen. Das ist die Arbeit, an der wir als Datengeber eigentlich jetzt gerade stecken, zum Beispiel wir im Historischen Museum überlegen uns, welche Konvolute geben wir jetzt in diesen Hackathon rein, belegen den mit der richtigen Lizenz. Das muss eine mindestens CC BY SA Lizenz sein. Das ist sozusagen das Restriktivste, was geht. Wir schauen, welche Metadaten wir haben und wie wir die exportieren können, strukturiert, zum Beispiel als JSON, und wie wir sie dann mit Hilfe des Datenclearing-Teams hier in der DDB vielleicht noch weiter zusammenbauen oder verfeinern müssen, bevor das Ganze dann losgeht. Es braucht dann für das Event selbst am 27. und 28. Oktober die engagierten Entwickler, Entwicklerinnen, vielleicht auch aus dem Ausstellungsbereich, Ausstellungsmacherinnen, Gestalter, Gestalterinnen, Kreative, die Lust haben, Softwareentwickler, Studierende, die Lust haben, was mit diesen Daten auszuprobieren. Und der ganze Rahmen dafür wird eben durch diese gemeinsame Partnerschaft der Gründerinnen und der regionalen Veranstalter geschaffen. So, das sind eigentlich die Zutaten und die gibt es bei jedem Event in anderer Konstellation. Wie gesagt, die Zielgruppe für das Event selbst, die wir als Museum vielleicht sonst auch nicht so ansprechen, sind Entwickler, Entwicklerinnen, Designerinnen, KünstlerInnen, SpieleentwicklerInnen, HackerInnen, MakerInnen, Kulturinteressierte. Die Liste kann man natürlich ewig weiterführen. Erstmal ist es einfach die Möglichkeit, wie gesagt, für uns als Kulturinstitutionen auch ganz ungewohnte Gruppen vielleicht anzusprechen, da auch neue Brücken zu schlagen, neue Communities kennenzulernen. Und das Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist auch natürlich genauso breit gestreut wie ihr Hintergrund. Oftmals geht es darum, welche Geschichten die Daten erzählen, aber auch, also was für Datenliebhaber relevant sein könnte, welche Fragen vielleicht auch das Museum oder die Kuratorin an diese Daten stellen oder was auch noch fehlt. Also auch Daten, die irgendwie offensichtlich Leerstellen haben, wo man eigentlich nicht viel drüber weiß, wo man vielleicht nur ein Foto von dem Objekt hat und alles außenrum muss noch erschlossen werden, kann da reingespielt werden. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Für das Event selbst müssen die Daten dann in einer bestimmten bestimmten Form vorgestellt werden, weil wenn man sich jetzt vorstellt, man hat da die, weiß ich nicht, 30 Datengeber, Datengeberinnen, wir sitzen alle in einem riesen Saal mit irgendwie um die 100 Hacker, Hackerinnen, da kann man nicht eine Viertelstunde über jeden Datensatz reden, sondern man braucht eine andere Form und auch die hast du persönlich schon mal erlebt, oder? Das mache ich.
ich mal einfach weiter. Genau, also es ist eine ganz kurze Sache am Anfang bei Coding Da Vinci, also bei dem Kickoff letztlich wird es ja genauso sein. Es sind mehr als 3 Sätze, also wenn man das zusammenzählt. Also es ist, glaube ich, 1 Minute. In 1 Minute geht sehr viel rein, aber trotzdem ist es eine kurze, knappe Sache mit ein paar Bildern im Hintergrund oder einem kurzen Video im besten Fall, wenn man das hinkriegt, keine Ahnung. Das ist die Sache, also eine lange Schlange der Datengeber, die dann eben hintereinander stehen und zur Bühne nach vorne laufen. Das findet ja an der Universität Mainz statt, in der alten Aula, also relativ zentral. Ich glaube, da ist auch eine große Bühne, also das hat schon einen gewissen Show-Effekt letztlich. Genau, dann verteilt sich das Ganze. Im Prinzip gibt es dann kleine Workshops. Entsprechend hat man mehr Zeit, sich dann mit Interessierten, also nicht mit dem gesamten Publikum, sondern mit einem Teil der Teilnehmer zusammenzusetzen, Fragen zu beantworten, wie sieht es mit den Daten aus, wie ist die Struktur, also da kommen wirklich technische Fragen natürlich auch zum Zuge, ist ganz klar. Wir haben ja auch Spezialisten, Gott sei Dank, bei der Deutschen Digitalen Bibliothek zum Beispiel, die vorher auch schon entsprechend die Daten ja aufbereiten, prüfen, überarbeiten und so weiter. Genau. Genau, das ist dann im Prinzip eine Sache, das kann sich da schon bilden oder spätestens bei einer gemeinsamen Runde, die dann später am Tag oder am nächsten Tag, ich glaube später am gleichen Tag noch stattfindet. Sozusagen, wer interessiert sich dafür, dann werden die Arme gehoben oder wie auch immer und man setzt sich nochmal zusammen und dann kommen auch Leute zusammen, die sich nicht kennen. Das ist ja auch Sinn des Ganzen letztlich und da eben auch unterschiedliche Gruppen, also sag mal Informatiker, Grafiker, vielleicht auch Filmemacher oder ähnliches, habe ich auch schon erlebt. Und dann erst hat man sozusagen die Teams zusammen, hoffentlich. Wie war? Ja, es ist, ich denke, es ist auch eine Anregung für uns. Also ich habe so kennengelernt in Berlin, dass im Prinzip 3-4 Projekte oder Datensätze parallel vorgestellt worden sind und wer sich für mehrere dieser Datensätze interessiert hat, hat schon ein Problem letztlich. Ja. Im Prinzip kann man auch mehrere einbringen. Ja, also durchaus. Also es gab es auch schon, glaube ich. Aber jetzt in unserem Fall muss man sehen, was passiert. Kann durchaus sein, glaube ich mal. Jetzt rein von Datengeberseite aus gesehen, sollte man natürlich auch ein paar Ideen entwickeln, was damit passieren kann. Also mit sozusagen, was passiert mit meinen Daten? Was kann ich mir da besonders gut vorstellen? Wo kann ich vielleicht besonders gut helfen, Informationen weitergeben. Natürlich nicht zu direkt und vor allem nicht so, dass das klar ist, bitte die Leute sind da und die machen uns jetzt ehrenamtlich die Arbeit, die wir nicht machen können. Also das geht nicht und ist, genau, ganz klar, also es sollte offen sein und nur so ein paar Stichworte letztlich sollten hier reinfließen. Genau, wir haben eine mehr oder weniger strenge Timeline, also die Termine sind natürlich völlig definitiv. Zwischen dem Kick-Off und der Preisverleihung sind es ja, ich glaube, 5 Wochen, wenn ich es richtig sehe. Es ist eine relativ kurze Zeit, aber ich denke, das Ganze wird ja kuratiert von den Datengebern im besten Fall, also auch mit Unterstützung oder mit Zwischenworkshops und Ähnlichem. Und von daher wird es eigentlich passen. Entscheidender ist, glaube ich, die Sache Einreichung der Daten und der Beschreibung. Wie gesagt, da ist dann die DDB und auch die UB Mainz werden dann gefragt sein. Das läuft gerade. Kannst du noch irgendwas dazu aktuell sagen? Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, gebe ich nochmal an dich. Genau, jetzt haben wir ganz viel so Punkte und wie läuft das ab und wie ist die Struktur. Also grundsätzlich muss man auch einfach sagen, dass
diese Events für alle, die eben schon mal bei so einem Hackathon dabei waren oder auch jetzt beim Coding Da Vinci ganz konkret, das ist ein tolles Wochenende, bei dem man ganz unterschiedliche Menschen trifft und in so einen kreativen Modus kommt, in dem man wahrscheinlich so bei seiner Arbeit nicht so reinkommt, weil man mit ganz unterschiedlichen Leuten spricht, man unterschiedliche Perspektiven gewinnt. Für Museen, für die Datengeber, sage ich mal allgemein, bedeutet es auch, dass man die Kontrolle abgeben muss. Also das ist so ein ganz wichtiger Punkt, deswegen auch irgendwie so Open Data, Open Minds. Also es reicht nicht nur, dass ich die Daten wirklich auch mit einer weiter nutzbaren Lizenz rausgebe. Ich muss auch loslassen können und ich kann zwar sagen, ich glaube, es ist sinnvoll, da vielleicht was zu machen mit irgendwie Augmented Reality, aber was am Ende damit passiert, kann ich nicht kontrollieren. So, das muss irgendwie klar sein und man muss sich auf diesen Prozess einlassen und einfach schauen, mit welcher Gruppe komme ich da wie ins Gespräch, was entsteht da. So. Und dafür ist dieser Kickoff am 27., 28. Oktober der Zeitpunkt, den man sich merken muss und in den Kalender schreiben muss, für alle. Also sowohl für die Datengeber, die dann dort ihre Daten präsentieren, als auch jetzt für die Teilnehmer, die Lust haben, sich da als Teams oder als Studierendengruppe oder sonst wie als Einzelpersonen einzubringen. Da ist einfach der 27., 28. Oktober wichtig. Da kann man sich ab morgen dann auch über unsere Webseite anmelden, da ist das Anmeldungssystem offen und sich schon mal eintragen. Dann gibt es eben diesen Sprint von 5 Wochen, um die Projekte kooperativ umzusetzen. Der wird nicht von uns als Datengebern zum Beispiel ganz bestimmt betreut. Das wird in Rücksprache mit den einzelnen Teams entstehen. Also wenn ich jetzt merke als Historisches Museum, da gibt es irgendwie eine Gruppe, die möchte gerne was mit unseren Fotodaten machen und ich lerne die bei dem Wochenende kennen, beim Kickoff, und die sagen dann irgendwie, ich gebe dem natürlich meine E-Mail-Adresse und nach 2 Wochen melden die sich und sagen, wir haben da noch mal eine Nachfrage, versuche ich natürlich, die zu unterstützen in ihrer Umsetzung. So. Also, und das wird aber ganz individuell unterschiedlich sein von Gruppe zu Gruppe, je nachdem auch, woher die Teilnehmer kommen. Also wenn ich in Frankfurt sitze, aber die Teilnehmer irgendwie in Aschaffenburg, wird es vielleicht auch schwierig mit einem Treffen und dann telefonieren wir vielleicht nur. Wichtig ist, am 1. Dezember, das ist der zweite gemeinsame Termin, an dem sich dann alle wieder treffen und die ganzen entstandenen Projekte auch, die sind oft prototypisch, die sind noch in der Entwicklung, die sind noch nicht perfekt. Die werden vorgestellt und es gibt eine Preisverleihung, wo dann auch die verschiedenen Teams, die verschiedenen Projekte ausgezeichnet werden. Genau. Soweit mal so zum Ablauf. Gibt es gerade irgendwelche Fragen oder noch Unklarheiten oder irgendeinen spontanen Kommentar dazu? Also, soweit ich weiß, ist die Abgabe sozusagen die Preisverleihung, bei der die dann präsentiert werden. Ich weiß nicht, ob die davor schon in einer bestimmten Form auf dem Server bereitgestellt werden müssen. Aber wichtig nochmal, es gibt eine Jury. Genau, also nicht wir als Datengeber entscheiden, dass das, was bei uns entstanden ist, das Beste ist, was wir natürlich gerne wollten, sondern es gibt eine unabhängige Jury, die dann die Gewinnerinnen und Gewinner wählt. Und, aber es ist nochmal eine gute Frage. Also ich weiß es tatsächlich auch nicht. Und das wäre jetzt, wenn Stefan Bartholmer hier wäre, die Frage, die er beantworten könnte. Genau. Und im Nachhinein werden aber alle, also das ist vielleicht auch nochmal insgesamt eine wichtige Info, die Daten, die bereitgestellt werden, also die Rohdaten, sozusagen das Material, das wird auf Coding Da Vinci zur Verfügung stehen, das wird auch nach den Projekten noch zur Verfügung stehen, das wird da immer zur Verfügung stehen. Also ich kann nicht sagen, ich gebe jetzt hier meine Daten mal kurz offen her, aber danach will ich die wieder haben, sondern die bleiben da. Und alles, was da entsteht, wird auch offen zur Verfügung gestellt. Ist vielleicht für die Softwareentwickler hier ganz interessant. Das ganze Projekt hat sich Open Data und Open Culture auf die Fahnen geschrieben und setzt es auch komplett so um. Also das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Und das heißt, nach der Preisverleihung und so werden dann auch die entwickelten Projekte auf der Webseite nochmal veröffentlicht, teilweise auch mit GitHub-Links und so.
Genau. Jetzt, ja, bitte. Also die können es auf alle Fälle schaffen. Wir hatten bisher bei allen Coding Da Vincis Studierende Gruppen dabei. Und wir stellen einfach mal gleich ein paar Projekte vor, die entstanden sind. Dann kriegt man einen ganz guten Eindruck. Das ist nämlich wirklich ziemlich unterschiedlich. Und manchmal geht es auch eher um so Ideen. Und dann gibt es irgendwie, wie gesagt, einen Prototyp, der vielleicht auch noch nicht ganz funktionsfähig ist, sondern nur eine Idee, wo es hin soll. Wir gehen mal, wir schauen einfach mal durch. Ja. Nochmal was? Coding Da Vinci, Kultur. Also es geht um Kulturdaten. Deswegen ist, glaube ich, da Da Vinci. Auch das ist eine Frage, die wir Stefan Bartholmer gerne auch auf Twitter stellen können. Vielleicht antwortet er ja. Genau, also mein Link ist da, dass es tatsächlich um so ein Kulturthema geht und man das so ganz fett einfach so labeln möchte. Oder gut, dann jetzt in so einzelne Beispiele. Wir haben da einfach mal ein paar zusammengesucht. Also das ist eine App, die ist entstanden beim Coding Da Vinci Nord. Das war 2016 in Hamburg. Hat auch einen Preis gewonnen. Ich weiß gerade nicht welchen, ehrlich gesagt. Und da haben Studierenden mit der Sammlung vom Museum für Kunst und Gewerbe, mit der Fotosammlung, mit historischen Fotos, so eine App entwickelt, die Zeitblick heißt. Ich mache ein Selfie und mein Foto wird dann mit dem historischen Porträt abgeglichen und ich bekomme dann sozusagen einen historischen Zwilling. Die arbeiten mit Gesichtserkennung, mit Verschlagwortung. Man kann die Inhalte dann auch natürlich teilen auf Facebook und auf Instagram. Und bei der Preisverleihung war ich auch dabei damals. Da war die App schon in grober Form benutzbar. Hakte aber noch an vielen Stellen zum Beispiel so. Aber da war es natürlich so, dass irgendwie so dieses Herangehen, dass man sagt, irgendwie so Porträt, auch wie hat sich Fotografie verändert über die Zeit und eine innovative Idee, wie man es zusammenbringt, glaube ich, ausschlaggebend war. In dem Fall gab es danach noch eine weitere Zusammenarbeit mit Antje Schmidt, die da im Museum für Kunst und Gewerbe auch sehr dafür sich einsetzt, dass die Daten offen zugänglich sind. Die haben auch viel in ihrer Online-Sammlung mit wirklich Public Domain veröffentlicht. Also die sind da relativ radikal. Und da gab es von ihrer Seite aus einfach viel Support auch mit der Studierendengruppe. Genau. Ja, aber mit einer CC, ich weiß nicht, haben Sie sich schon mal mit CC-Lizenzen? Okay, also mit einer CC BY SA, das ist die Creative Commons, mit Namensnennung und Share Alike. Also das heißt, da darf alles mitgemacht werden, die darf geremixed werden, verändert werden. Die muss nur, man darf keine neue Art von Lizenz draufsetzen, man darf das nicht schließen danach und man sollte den Namen nennen der Datengeber. Das ist die restriktivste, mit der man in den Coding Da Vinci reingehen darf. Alle anderen werden noch offener sein. Genau. Dann habe ich Skelex mitgebracht. Das ist nochmal eine ganz andere Richtung. Da ging es um 3D-Scans vom Museum für Naturkunde, von Puffottern, glaube ich. Das sind ganz, ganz kleine Schlangen. Und diese 3D-Scans wurden in so einer VR-App so vergrößert, dass man sich sozusagen in einem virtuellen Raum mit diesem Skelett nähern konnte, dann auch wirklich so eine Art Schlangenfütterung durchführen konnte. Ich habe sie selbst nie ausprobiert. Ich weiß nicht, wie gut die Anwendung dann wirklich funktioniert hat, aber es ist auf alle Fälle
auch ein Projekt, was auf innovative Art die Daten, die da waren, weiter benutzt hat. Das Tolle daran war eben, die Puffortern sind halt sonst so mini-klein, dass man da gar nicht so genau rankommt. Da hatte man so eine Möglichkeit, sie wirklich größer zu sehen. Ich habe es aber bisher auch nur in dem Video gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie in echt die Umsetzung war. Hast du das mal? Nee. Genau, dann hier noch ein Projekt. Da geht es um eine Fahrkartensammlung. Die Fahrkartensammlung vom, genau, die historische Fahrkartensammlung vom Deutschen Technikmuseum in Berlin. Die hatten über 100.000 Fahrkarten vom Opernsänger Fritz Helmuth. Und die wussten eigentlich nichts darüber. Die hatten die nicht weiter verschlagwortet, die hatten die nur digitalisiert. Und im Rahmen vom Coding Da Vinci ist dann dort so ein Crowdsourcing-Projekt entstanden. Als erste Idee, also dass man einfach die Inhalte der Fahrkarten abliest, nutzbar, durchsuchbar macht. Und da ist die Zusammenarbeit nach dem Coding Da Vinci auch so weitergegangen, dass zusammen mit der Gruppe das weiterentwickelt wurde. Die Webseite ist jetzt online und man kann dort an diesem Crowdsourcing-Tool teilnehmen. Also da war es wirklich so, dass so Coding Da Vinci erstmal so eine Idee gegeben hat. Das hat noch überhaupt nicht, glaube ich, so vollumfänglich funktioniert. Aber das war für das Museum so gut zu sehen. Das könnten wir super gebrauchen. Das würden wir gern weiterentwickeln, dass danach einfach was entstanden ist, was jetzt auch gelauncht ist, was man sich auch gerne angucken kann, wo man dann wirklich gemeinsam eben diese Daten erschließen kann. Genau. Das wäre so mein letztes Beispiel gewesen. Ich übergebe mal an dich. Genau, dann machen wir da weiter. Das ist jetzt ein Projekt vom ITS Arolsen, Bad Arolsen, International Tracing Service, der sozusagen als Archiv letztlich da reingegangen ist. Ich gehe jetzt mal über, also zum Bereich der Archive, weil die lange Zeit bei Coding Da Vinci etwas unterrepräsentiert waren. Ein paar Beispiele, aber das ist ein ganz tolles Ding und gleichzeitig eine ganz bewegende Sache. Also die haben die Schülerkartei der Reichsvereinigung der Juden im Dritten Reich letztlich digitalisiert. Das sind, Sie sehen es ja ungefähr, diese Karteikarten, diese Form der Karteikarten, haben das bei Coding Da Vinci 2017 Berlin, glaube ich, untergebracht und eingebracht. Und da ist ein Chatbot entwickelt worden, letztlich für Stadtführung in Berlin. Für ja gerichtet an Schülergruppen, an Schüler vor allem. Und das Ganze läuft über Telegram, genau. Also nicht über WhatsApp, was man auch vielleicht erwarten könnte. Aber es funktioniert in jedem Fall und ist eigentlich ein tolles Instrument, das eben dann auch natürlich in Berlin oder vom ITS Bad Arolsen, je nachdem, durchaus weiter gepusht werden sollte. So ein Beispiel. Ich habe gesagt, weitere Archive ist natürlich eine gute Frage. Also die ersten Archive haben 2015 mal mitgemacht. Das war das Landesarchiv Baden-Württemberg und ein kleines Stadtarchiv, also Stadtarchiv Speyer. Es hat sich jetzt etwas positiver entwickelt. Also Museen waren da irgendwie immer etwas schneller dabei, Bibliotheken erst recht. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Wir können ja nachher mal diskutieren mit den Archivaren, die hier sind. Aber Spaß beiseite. Also bei Coding Da Vinci Ost in Leipzig hatten wir das Sächsische Staatsarchiv dabei. In dem Fall ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass wie schwierig Archivdaten sein können. Mit einem Datenbankauszug vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels oder der Deutschen Buchhändler in dem Fall, also eine Übersicht über Antiquariate, Buchhandlungen und so weiter in der Region dort. Das Findmittel dazu war, wenn ich es richtig sehe, dermaßen auf Archiv getrimmt, also Datensätze mit vielen Kommas hintereinander, alles in einem Feld und so weiter, dass letztlich das Team, das sich da gebildet hatte, nicht sehr viel draus machen konnte, außer einer Karte, die dann chronologisch sozusagen die Buchhandlung geordnet hat und also so ein paar Strukturen letztlich, die da dahinter standen. Das Stadtarchiv Leipzig war auch dabei. Das ist eigentlich eine ganz typische Sache, dass auch von ganz anderen Einrichtungen gerne Fotosammlungen, digitalisierte Fotosammlungen eingebracht werden. Sei es jetzt zu 1968,
war, glaube ich, schon einiges dabei, in dem Fall zur Stadtentwicklung von Leipzig, also frühe Fotografien, die entsprechend auch frei verfügbar waren. Das ist ja auch in dem Fall eine wichtige Sache. Ja, das ist eine Sache, die 2015 dabei war vom Landesarchiv Baden-Württemberg, die Patentzeichnung aus dem 19. Jahrhundert bei Coding da Vinci abgegeben hatten. Das ist im Prinzip das hier, das, was man da links sieht, also ein Beispiel letztlich. Patentzeichnungen, unter denen man sich letztlich heute nicht mehr viel vorstellen kann. Die Idee war dann, diese Patente letztlich zum Laufen zu bringen, also virtuell wieder in Bewegung zu setzen. Deswegen ja auch der Begriff für das Projekt. Ist leider nicht weitergekommen, aber ich denke, das lag eben auch daran, dass die Teams damals aus aller Herren Länder, also Bundesländer sozusagen, kamen und dann eben die Kommunikation irgendwie einfach war, aber andererseits wieder total schwierig. Und ähnlich war es bei dem Beispiel des Stadtarchivs Speyer, das habe ich damals letztlich ja reingebracht. Dort ist was entstanden, das kann man sich sogar jetzt noch anschauen, das ist eigentlich schon ganz praktisch, aber das Team, das waren, ich glaube, 4, 5 Leute, die kamen, das Team kam aus Hamburg, Berlin, Leipzig, Stuttgart, so ganz grob gesagt. Und am Ende war noch einer übrig, der dann immerhin was entwickelt hatte. Genau, wenn es okay ist, gehe ich jetzt mal da rein, weil der Bestand eigentlich sehr interessant ist und er mir immer noch sehr gefällt. Ich habe nur keine Hand mehr drauf und kann damit nichts mehr machen letztlich. Man könnte da durchaus weitergehen. Also es ist eine Fotosammlung eines Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, der privat fotografiert hat an der Ostfront, der Archivar gewesen ist, eigentlich im Hauptberuf, der wie ein Wahnsinniger als Archivar natürlich auf der Rückseite die Fotos beschrieben hat. Also man hat da die Orte etc. Also eigentlich hat es gleich erschlossen. Er hat, das sieht man, denke ich, auch an diesem Foto, man sieht es an ganz vielen, der hat seinen ideologischen Hintergrund gehabt. Also ganz klar, soll ich sagen, rassistische Motive, ohne dass es zu deutlich rauskommt. Er hat dann Gesichter umkreist und so weiter. Also im Osten gerade, von Arbeiterinnen zum Beispiel, von Juden, ist ins Ghetto gegangen, in Ghettos im Osten und so weiter. Und das Ganze, etwa 3.000, 4.000 Fotos, die dann digital zur Verfügung standen, ohne jede Erschließung, muss man dazu sagen, eben nur diese Grunddaten auf der Rückseite, also der Ort oder das Jahr oder teilweise auch Tagesdatum. Und das Team hat dann, ich gehe mal drauf, es hat nicht den besten Preis fürs Design gewonnen, das weiß ich, aber egal, es wurde ganz banal eigentlich, aber sehr schön eine Karte erstellt. Wenn man da genau, dann sieht man im Prinzip sogar den Weg, den er gegangen ist, diese blauen Punkte, also sozusagen Richtung Osten, später nach Italien. Und dann wurden eben die Fotos hinten dran gelegt, man kann die herunterladen, anschauen. Das Ganze hätte halt noch weiterentwickelt werden müssen und das ist dann eben so eine Geschichte. Also dann sind auch letztlich die Datengeber nach Abschluss von Coding da Vinci eigentlich dazu aufgerufen, auch mit den Teams vielleicht mal zusammenzuarbeiten oder mal etwas Geld in die Hand zu nehmen, um sag mal, eine Weiterentwicklung möglich zu machen. Das ist halt hier leider nicht passiert, da war nur einer übrig, aber ich denke, wir sind jetzt eben regional viel zentrierter und können da durchaus besser mit den Teams zusammenarbeiten. Ich gehe mal weiter. Genau. Ja, also wie gesagt, nochmal das Thema Archive, weil es mich einfach bewegt und die Frage, wie können sich Archive öffnen, ist so ein Dauerthema bei mir. Das sind jetzt einmal Archive, die mitmachen bei Coding da Vinci Rhein-Main. Das ist eine Verdoppelung der bisherigen Zahl der Archive, die überhaupt bei Coding da Vinci jemals mitgemacht haben. Genau, das Stadtarchiv Frankfurt macht mit einer Webseite, die man sich übrigens ja schon anschauen kann. Wer kennt Frankfurt 1933 bis 1945? Wenige, ja.
Genau, also da muss einiges im Hintergrund gemacht werden. Das läuft schon seit Jahren, also die Überlegung, wie man die Seite nicht nur inhaltlich verbessern kann, sondern eben auch von der Technik her. Also da ist die Frage da. Das Stadtarchiv Darmstadt wird mitmachen, Aschaffenburg macht mit, vielmehr macht da ein Verein mit, der eine ehrenamtliche Datenbank für ganz Unterfranken zum Thema jüdisches Leben in Unterfranken erarbeitet. Das Uniarchiv Mainz macht mit einem digitalen Professorenkatalog, der mehr oder weniger schon existiert. Sorry, ich stehe jetzt halt im Bild. Das Stadtarchiv Mainz macht mit, macht ja auch Sinn. Wir sind ja auch in Mainz letztlich vor allem mit dem digitalen Häuserbuch. Dann haben wir entsprechend Museen, einfach mal heute aufgelistet, die in jedem Fall oder sehr, sehr wahrscheinlich mitmachen. Und natürlich Bibliotheken, die GND wird ja, wenn ich sehe, auch eingebracht. Die ULB Darmstadt ist dabei, also da läuft schon einiges. Ich habe es mal geschaut bei den Preisen, das ist eine Preisverleihung von 2017. Genau, also die Preise, die da sozusagen notiert sind, die werden sich ändern. Also es gibt auch ein Wochenende in Aschaffenburg sozusagen zu gewinnen mit Betreuung durch, ja, wie auch immer, durch die Archivare letztlich. Genau, es gibt also Preise für die beste Technik, für das beste Design, völlig out of competition letztlich, ist auch ein Preis. Publikumspreis gibt es auch. Also die Jury hat nicht alles zu entscheiden. Ich denke, so sechs, sieben verschiedene Preise werden es sein und letztlich sind ja alle Gewinner, behaupte ich jetzt mal. Also ich, genau, um nochmal auf diese Frage, was kommt am Ende dabei rum oder warum lohnt sich da mitzumachen? Also ich glaube, das eine sind natürlich die Projekte, die dabei entstehen. Viel wichtiger ist der Prozess. Also ich glaube, das ist gerade für uns als Datengeber so ein wunderbares Beispiel ist zu sehen, was kann denn mit Daten entstehen, wenn ich sie freigebe? Weil das ist ja erstmal vielleicht einfach nur so ein, wie gesagt, ein ideelles Handeln, dass ich sage, ja, offene Lizenzen, ja, alle müssen Zugang haben zu Kultur, aber da passiert dann was, was ich so nicht erwartet habe, was mich wahrscheinlich auch überrascht, weil eine andere Perspektive an mich als ich habe meine Museumseigenlogik, ich weiß genau, in welches Feld was kommt, wozu das gehört, ich habe meine Klassifikation, da kommen plötzlich ganz andere Perspektiven und dann entsteht was, das ich so nicht erwartet habe. Und ich glaube, so diese Überraschung ist total wichtig und hilfreich auch für unsere weitere Entwicklung. Es entstehen Beziehungen zu neuen Usergruppen, die wir im Museum, in Archiven, in Büchereien noch nicht so haben in vielen Fällen. Und manchmal entstehen auch so Seitenprodukte, die man eigentlich gar nicht so erwartet hat. Bei einem Projekt, bei so einer, hallo Corinna, bei so einer Käfersammlung, da wurden am Ende die Käfer nach Farbe sortiert und es ist ein Geschenkpapier entstanden. Hat jetzt das Museum gesagt, naja, na toll, das ist jetzt nicht so hochtrabend, aber für diesen Prozess wurden einfach alle Käfer freigestellt und das ist was das Museum die ganze Zeit schon machen wollte, aber es kam nie dazu. Und war also, aha, einfach so gemacht, okay, Problem gelöst, toll. Also manchmal sind es auch einfach ganz überraschende Effekte, die da am Ende bei rumkommen und die Teilnehmerinnen begeistern so. Hier sieht man jetzt nochmal die ganzen, einmal die Gründungsmitglieder, also das ist die Digitale Bibliothek, DIGIS, also Servicestelle Digitalisierung, die Open Knowledge Foundation und Wikimedia Foundation, die haben sich dieses Format Coding Da Vinci 2014 erdacht und haben auch so diesen Gedanken da ganz fest eingelegt, dass wirklich alles, was dabei entwickelt wird, dass es offen zugänglich ist, offen weitergenutzt werden kann. Also das ist wirklich so ein Grundsatz von diesem Projekt. Und in unserem Fall hier im Rhein-Main-Gebiet, auf dieser Folie, die man fast nicht mehr sehen kann vor lauter Sonne, sind wir eben ein ganz großes Lokalteam, was in Mainz, in Frankfurt, in Aschaffenburg angesiedelt ist. Und wir versuchen da gemeinsam diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Wir haben natürlich auch viele Kanäle, auf denen wir erreichbar sind, per Mail, auf Twitter, auf Instagram, auf der Webseite. Also wenn Sie und ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit die jetzt stellen, aber natürlich auch in der Zukunft. Wendet euch einfach an uns, auch in den nächsten Tagen, wenn es jetzt ganz konkrete Überlegungen gibt, wie es weitergeht. Ja, gibt es dann Fragen? Machen wir einfach mal die Überleitung, konkret.